Um euch vom heiligen Leopold erzählen zu können, müssen wir zurückschauen an den Anfang von Österreich. Damals gab es in Europa ein großes Reich, das Heilige Römische Reich. Es bestand aus vielen kleinen Teilen, wie du auf der Karte hier sehen kannst. Und in jedem Teil war ein Herzog. Einer von ihnen war der Kaiser, der oberste von allen. Rundherum waren natürlich die Nachbarländer. Und um sich gut verteidigen zu können, schickte der Kaiser sogenannte Markgrafen in die Grenzgebiete. Die hatten die Aufgabe, das Land gegen Angriffe zu schützen. Ja, und um einen von ihnen geht es heute. Denn in der kleinen Ostmark hier, oder Ostarichi, wie man damals gesagt hat, begann die Geschichte von Österreich und beginnt auch unsere Geschichte. Leopold wuchs auf einer richtigen Burg auf. Denn sein Vater war ja der Markgraf von Ostarichi. Von Österreich sozusagen. Leopold wuchs heran und als sein Vater starb, wurde er der Markgraf. Er heiratete Adelheid, aber die ist leider schon sehr bald verstorben. Nach einiger Zeit wollte Leopold sich also eine neue Frau suchen und er beschloss, den Kaiser um die Hand seiner Tochter zu bitten. Er ging also zum Kaiser, verneigte sich und bat um die Hand der Prinzessin Agnes. Der Kaiser und seine Frau waren einverstanden und so wurde das Hochzeitsfest geplant. Es wurde ein herrliches Hochzeitsfest. Es gab zu essen, zu trinken. Der Kaiser und die Kaiserin hatten natürlich Ehrenplätze. Auch von den Herzögen und übrigen Markgrafen waren viele Gäste gekommen. Als auch die letzten Gäste gegangen waren, stieg Leopold mit seiner jungen Frau Agnes auf den Turm. Sie schauten hinaus in die Stille der Nacht und dankten Gott für den schönen Tag, den sie erlebt hatten. Da kam plötzlich ein Windstoß und trug Agnes Schleier davon. Oh nein, mein Brautschleier! Agnes war ganz verzweifelt. Aber Leopold versprach, wenn ich den Schleier wiederfinde, dann werde ich an dieser Stelle Gott zum Dank ein Kloster bauen lassen. Leopold und Agnes waren sehr glücklich miteinander. Dadurch, dass Leopold jetzt mit einer Prinzessin, mit der Tochter des Kaisers verheiratet war, war er nicht mehr nur ein einfacher Markgraf, sondern gehörte jetzt zum höheren Adel. Die beiden bekamen auch eine ganze Menge Kinder. Zwei davon wurden später, als sie erwachsen waren, dann zu Bischöfen. Und die anderen heirateten Prinzen und Herzöge, sodass Leopold sein Land erweitern konnte, ohne Krieg zu führen. Krieg, Streit und Ungerechtigkeit
gab es damals nämlich genug. Vieles lief nicht gut. Zum Beispiel gab es Männer, die gerne Bischof werden wollten. Aber nicht, um Gott und den Menschen zu dienen, sondern weil sie sich ein schönes Leben machen wollten. Sie nahmen also viel Geld und gingen zum Kaiser. Und der machte sie zu Bischöfen. Irgendwann schritt der Papst ein und sagte: So geht das nicht. Bischöfe gehören zur Kirche. Und nur die Kirche muss entscheiden, wer dafür geeignet ist. Damit war der Kaiser natürlich nicht einverstanden. Und es kam zu einem Streit, der mehrere Jahre dauerte. Es wurde immer schlimmer und schließlich griffen sie zu den Waffen. Alle Herzöge und Fürsten mussten sich jetzt entscheiden. Kämpfen sie auf der Seite des Kaisers oder auf der Seite des Papstes? Zu wem sollte Leopold halten? Der Kaiser war zwar sein Schwiegervater, der Vater von seiner Frau Agnes. Aber Leopold folgte seinem Gewissen und stellte sich auf die Seite des Papstes. Und er beschloss zugleich, in seinem Österreich dafür zu sorgen, dass die Aufgaben zwischen der Kirche und der weltlichen Macht genau aufgeteilt sind und es da zu keinem Streit mehr kommt. Leopold ging, wie die meisten Adeligen, gerne auf die Jagd. Eines Tages machte er gerade eine Pause und sah sich ein bisschen um. Und da fiel ihm ein Busch auf, ein Hollerbusch. Und als er sich den näher ansah, ja, was hängt denn da? Fand er den Schleier von Agnes, den sie am Hochzeitstag verloren hatte. Da erinnerte er sich an das Versprechen, das er vor so vielen Jahren gegeben hatte. Wenn ich den Schleier wiederfinde, werde ich ein Kloster bauen. Und so begannen die Bauarbeiten für Kloster Neuburg. Später kamen auch noch das Kloster Heiligenkreuz und Klein Mariazell hinzu. Diese Klöster waren Zentren der Wissenschaft, hatten große Bibliotheken. Dort wurde aber auch gebetet für das Land. Die Mönche erzählten den Menschen von Gott und sie arbeiteten auch hart, um das Land, das damals vor allem aus Wald bestand, zu bebauen. Noch heute gibt es diese drei Klöster und noch heute sind sie belebt. Heiliger Leopold, du warst ein guter Landesvater für Österreich. Hilf auch unseren Politikern heute, Österreich nach Gottes Willen zu führen. Amen. Heiliger Leopold, bitte für uns.